In diesem Sommer habe ich einige Nachrichten bekommen, die sich sehr stark überschnitten haben. Ich habe vor einiger Zeit nämlich mal ein Video zu guten Bergbüchern gemacht. Aber ihr fragt mich auch immer wieder mal nach guten Büchern für Hochtouren, Klettertouren und Klettersteige. Dafür möchte ich euch heute meine Top-Bücher vorstellen, die ich immer nutze, wenn ich eine Bergtour machen möchte, je nachdem, welche Disziplin es letztlich werden soll. Viel Spaß! Viele Zuschauer fragen mich gelegentlich nach Tourentipps oder nach Bedingungen oder auch danach, woher ich meine Infos für die Touren eigentlich beziehe. Deshalb möchte ich euch heute für vier spannende Disziplinen meine Informationsquellen vorstellen und euch auch direkt erklären, warum ich persönlich das Internet immer noch für die schlechteste, ja, ihr habt richtig gehört, die schlechteste Quelle halte, die es im Bergsport gibt. Fangen wir bei den Hochtouren an. Hochtouren mache ich immer am liebsten, wenn ich schon vorher gut abschätzen kann, was mich erwarten wird. Dafür nutze ich sehr gern die Rother Verlag Bücher. Hier gibt es insgesamt drei Bücher, die ich sehr gern verwende. Zum einen ist das der Rother Ostalpenführer, also Rother Hochtouren Ostalpenführer, den Rother Westalpen 1 und den Rother Westalpen Band 2. Alle drei beschreiben im Prinzip die interessantesten und schönsten Touren auf die Berge der Alpen. Rother versteht hier unter Hochtouren vor allem Berge, die über 3000 Meter hoch sind. Das kann manchmal etwas irritierend sein, denn es befinden sich auch oftmals Touren darin, die keinerlei Eis-, Schnee- oder Gletscherkontakt vorsehen, wie beispielsweise die Zsigmondyspitze oder der Habicht. Diese Touren werden dann eben mit dem Schwierigkeitsgrad F oder ohne Gletscherkontakt angegeben. Die Tourenbeschreibungen sind immer äußerst präzise und, das ist mir das Wichtigste, absolut korrekt. Ich hatte bis heute noch nie negative Erfahrungen mit den Routenbeschreibungen aus den Rother Büchern gemacht und ich gehe auch nicht davon aus, dass das noch passieren wird. Bei den Rother Hochtourenbüchern sind außerdem nicht nur die Normalwege, sondern auch spannende Varianten drinnen, die für fortgeschrittene Hochtourengeher ebenfalls recht interessant sein können, wie beispielsweise die Wildspitze Nordwand oder die Glocknerwandüberschreitung oder. Für Klettersteige bin und bleibe ich ein großer Freund des Klettersteigatlas aus dem berühmten Schall Verlag. Dieser hat mir in der Vergangenheit schon viele schöne Touren gezeigt und vor allem immer präzise auch die Zu- und Abstiege ausgearbeitet. Das Schöne am Klettersteigatlas ist meiner Meinung nach, dass ich die einzelnen Berichte auch einfach raus- und mitnehmen kann. Gebundene Bücher sehen vielleicht schicker aus, jedoch muss ich mir eine Topo oder eine Beschreibung immer abfotografieren. Wenn ich dann aber aus Vergesslichkeit oder aus Interesse immer wieder aufs Handy schauen muss, nur weil ich mal ins Topo schauen will, dann frisst das über die Dauer natürlich ordentlich Akku. Außerdem habe ich immer wieder mal das Risiko, dass mir mein Handy aus der Hand fällt. Da habe ich lieber den kleinen Papierfreund mit dabei. Ein kleiner Tipp für alle Liebhaber von Topos und Infos in Papierform. Sowohl bei Klettersteigen als auch bei Klettertouren, speziell bei alpinen Klettertouren, bei denen es ja wichtig ist, dass man nie einen orientierungstechnischen Fehler macht, hat sich eine Methode für mich besonders bewährt. Man schnappt sich einfach die Topo oder eine Kopie der Topo und packt sie in eine Klarsichtfolie. Diese Folie tackert man dann so zusammen, dass sie so groß wie die Topo ist. Durch die typischen Löcher der Klarsichtfolie kommt dann eine kurze Schnur oder ein Materialkarabiner und damit an den Gurt. So habe ich eine Topo immer am Gurt und das Telefon kann im Rucksack bleiben. Aber auch abgesehen vom praktischen Aufbau des Führers ist der Klettersteigatlas mit den Topos gelungen und präzise. Deshalb bei mir gern in Verwendung. Beim Klettern gibt es für mich zwei Welten, das Sportklettern und das Mehrseillängenklettern. Beim Sportklettern kommt für mich nichts an lokale Expertise heran, denn Bücher, die versuchen, eine riesige Region abzudecken, sind meist einfach nicht genau genug oder offensichtlich nicht von Locals gemacht. Deshalb liebe ich beim Sportklettern die lokalen Bücher, wie beispielsweise in Innsbruck das Buch Innsbruck und seine Feriendörfer oder den Rosenheim-Kletterführer oder den Peilsteinführer. Bücher wie Tirol sind auch noch ziemlich gut, decken aber manche kleinere Klettergebiete nicht so gut ab. Wer sich nicht ganz auf eine kleine Region festlegen will und man gerne mal massig Infos zusammengetragen haben will, dem kann ich dennoch die Vertical Life Bücher sehr ans Herz legen. Die sind preislich, so lala, ziemlich Durchschnitt, aber im Sinne der Informationen ganz gut.
Einzig bei Mehrseillängen finde ich die Vertical Life Bücher eher so mittelprächtig, da manchmal die Informationen für längere Touren etwas undetailliert daherkommen. Doch was ist dann mit Mehrseillängen? Da muss ich ehrlich gesagt sagen, es geht nichts über Panico. Ein Verlag, der seine Bücher zu Preisen verkauft, die jedes Mal im Geschäft physische Schmerzen erzeugen, aber gleichzeitig jeden Cent und eigentlich sogar noch mehr wert werden. Kein Verlag schafft es, Kletterregionen so detailliert darzustellen wie der Panico in heutiger Zeit. Selbst vergessene Routen, Routen, die nie gemacht werden, Touren, die rein technisch geklettert werden, alles findet man im Panico. Hier geht es nicht darum, die schönsten Touren abzubilden. Es liegt vor allem die Vollständigkeit im Fokus und das gelingt hier richtig gut. Mit dem Abdecken von einzelnen Regionen in den Büchern und vor allem den Topos auf schwerem Papier lose zum Rausnehmen, schaffen sie Komfort und Struktur in einem. Deshalb liebe ich seit langem die Panico-Bücher und würde mir ehrlich gesagt auch nichts anderes mehr kaufen, wenn es um Mehrseillängen gerade in Tirol geht. Generell gilt, das Wichtigste bei allen Büchern, die ihr kauft, ist die Aktualität. Dieser Ostalpenführer ist beispielsweise noch die 2015er Auflage. Manche der Touren darin gibt es heute gar nicht mehr, weil die Gletscherschmelze so massiv voranschreitet. Deshalb gilt es dann entweder die Führerliteratur zu ersetzen und zu erneuern oder eben diese Tatsache der älteren Infos in die Tourenplanung sehr stark mit einzurechnen. Und jetzt möchte ich euch abschließend noch was zu diesem guten alten Internet-Swap sagen. Ihr wisst schon, das Ding, das intellektuelle Glanzperlen wie TikTok hervorgebracht hat. Hier beziehen immer mehr Menschen ihre Ideen für Bergtouren und das betrachte ich als, ja, schwierig. Das Gute ist, Outdoor Active, Alpenverein, Bergfex, Hiker und Co. ermöglichen uns allen, jede unserer Touren einfach irgendwie und nach unserem Gefühl zu veröffentlichen. Das Schlechte daran ist, das tun auch viele Menschen. Tourenbeschreibungen brauchen ein System und verlässliche Daten und Anhaltspunkte. Es braucht Richtlinien, die sich einheitlich durch die Beschreibungen ziehen und dann auch entsprechend transparent gemacht werden. Angaben wie 1500 Höhenmeter, 14 Kilometer, Dauer 2 Stunden sind einfach keine gute Angabe. Doch woher sollen gerade Neueinsteiger wissen, welche Informationen im Internet nun valide sind und welche nur einen Ego-Push mit Mitteilungsbedürfnis darstellen? Deshalb schätze ich die Verlage, die hier ein Schema haben und transparent zu Beginn eines Buches darlegen, wirklich sehr. Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass Online-Tourenbeschreibungen schlecht sind. Jedoch muss man eben sehr vorsichtig sein und auch ein geschultes Auge dafür haben. Für Wanderungen beispielsweise ist das Tourenportal Almenrausch eine relativ gute Quelle. Hier sind die Tourenbeschreibungen gut gemacht und ebenfalls transparent erklärt. Das fehlt bei community-offenen Plattformen eben total. Und der fehlende Kurator oder auch Moderator wird dann schnell sichtbar und im schlimmsten Fall für Unwissende auch richtig gefährlich. Mich würde interessieren, welche Bücher ihr eigentlich für eure Bergsportdisziplinen verwendet und ob ihr vielleicht noch den einen oder anderen Geheimtipp habt. Außerdem schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare unten, was ihr von so Online-Portalen haltet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!